Buyer Personas sind fiktive, verallgemeinerte Darstellungen deiner idealen Zielgruppe, die dir dabei helfen, sowohl bestehende als auch potenzielle Kundinnen und Kunden besser zu verstehen. Buyer Personas ermöglichen es dir, folgende Fragen zu beantworten. Wie sehen Hintergrund, Ziele und Probleme deiner idealen Kundschaft aus? Welche Interessen und Bedürfnisse haben sie? Auf welche Anreize reagieren sie? Und wo informieren sie sich? Ohne diese Informationen wird es für Unternehmen schwierig, eine effektive Strategie zu entwickeln, mit der sie ihre Zielgruppen anziehen, mit ihr interagieren und sie begeistern. Wenn du eine klare Vorstellung davon hast, wer deine verschiedenen Buyer Personas sind, kannst du deine Marketingaktivitäten an unterschiedliche Zielgruppensegmente anpassen. Buyer Personas setzen sich aus demografischen Merkmalen und Buyer Insights zusammen. Demografische Merkmale beschreiben unter anderem Alter, Geschlechtsausdruck, Einkommen, Familienleben und Hobbys von Käuferinnen und Käufern. Buyer Insights sind Kenntnisse über das Kaufentscheidungsverhalten und zeigen, wie deine Käuferinnen und Käufer Entscheidungen treffen. Dazu zählen Prioritäten, das ideale Kauferlebnis, zu überwindende Hürden, die Abwägung von Optionen sowie persönliche Entscheidungskriterien. Mit Hilfe von Buyer Personas, die demografische Merkmale und Kenntnisse über das Kaufentscheidungsverhalten vereinen, kannst du nicht nur deine potenziellen Kundinnen und Kunden besser verstehen, sondern auch abschätzen, welche Maßnahmen das Wachstum deines Unternehmens fördern. Wenn deine Recherchen beispielsweise zeigen, dass deine Buyer Persona nicht viel Zeit hat und schneller Entscheidungen treffen muss, kannst du die Länge deines Vertriebszyklus anpassen. Ich weiß, es ist viel Theorie, aber schauen wir uns doch einfach mal ein Beispiel an. Dies ist Personalleiterin Patricia. Als Personalleiterin stellt die Buyer Persona Personalleiterin Patricia qualifizierte Spitzenkräfte ein, die sich erfolgreich ins Unternehmen integrieren. Neben der Personalsuche ist sie auch für die Bindung und Motivation von Mitarbeitenden sowie die Optimierung von Prozessen und die Beseitigung von unnötigen administrativen Aufgaben verantwortlich. Allerdings hat Personalleiterin Patricia zu viel Arbeit und zu wenig Ressourcen. Das Budget schwindet und ihre Vorgesetzte hält es nicht für nötig, eine Personalabteilung zu schaffen. Personalleiterin Patricia ist zwischen 30 und 50 Jahre alt, verdient 83.000 bis 120.000 Euro, hat mindestens 6 Jahre Berufserfahrung und lebt in der Stadt. Eine der meistgestellten Fragen zu Buyer Personas lautet: Wie viele Buyer Personas soll ich erstellen? Hier gilt: So wenige wie möglich, aber so viele wie nötig. Erstelle nicht für jedes demografische Merkmal eine eigene Zielperson, sondern teile deine Käuferinnen und Käufer basierend auf den Kenntnissen über ihr Kaufentscheidungsverhalten in Gruppen ein. Daraus ziehst du weit mehr Nutzen als aus den demografischen Angaben. Wenn du Gruppen mit ähnlichen Erwartungen erstellst, kannst du deine Inhalte und Nachrichten besser auf deren Bedürfnisse abstimmen. Wollt ihr noch mehr zu diesem und noch vielen weiteren Themen erfahren? Dann schaut mal in der HubSpot Academy vorbei. Dort erwarten euch kostenlose Lektionen, Kurse und Zertifizierungen zu den Themen Marketing, Vertrieb, Service und mehr. Also, worauf wartet ihr noch? Wir sehen uns in der HubSpot Academy.